der Teamchef der Sauber Formel 1 und CEO Sauber Motorsport AG, Frederik Vasseur, und der Teammanager der Sauber Formel 1, Beat Zender. Bonsoir, guten Abend. Bonsoir, Frederik, comment ça va? Good day. Ouais, thank you. Alors, bienvenue ici à l'Auto Zürich 2017. Guten Abend, Beat, wie geht es dir? Sehr gut, sehr gut. Freut mich natürlich sehr. On va parler français ensemble, ça c'est sûr. Frederik, seit dreieinhalb Monaten bist du der neue Chef. Wie geht es dir? Wie hast du dich als Chef im Team eingelebt und natürlich auch in der Schweiz? Ça fait trois mois et demi que vous êtes, tu es le nouveau chef. Comment ça va ici en Suisse et comment ça va en tant que chef jusqu'à présent? L'accueil chez Sauber a été très bon parce que je pense que c'est une des vraies équipes de passionnés en F1. Donc en tant que personne de la course, on s'est très bien intégré. Maintenant, quant à la vie à Zurich, j'apprécie vraiment, même si sur les trois derniers mois, j'ai passé plus de temps dans les avions qu'à la maison. Mais la vie à Zurich est un vrai plaisir. Also er hat gerne natürlich in der Schweiz zu sein. Er verbringt natürlich nicht so viel Zeit hier, er ist oft im Flugzeug, aber er spürt diese Leidenschaft für Motorsport in der Schweiz und das ist das Beste. Welche sind deine Ziele, deine Pläne für die Zukunft von Sauber? C'est quoi tes buts pour le futur du team? Sur les derniers mois, Sauber a eu quelques difficultés. Je pense que maintenant, ça y est, on a remonté une structure solide. On a commencé le projet très très tard et c'est sûr que l'objectif à court terme va être de rattraper nos concurrents qui nous précèdent. Et je pense qu'on va faire de bons progrès sur les mois à venir. On a signé un très bon contrat avec Ferrari pour l'année prochaine. Et je pense que voilà, ce qu'il faut c'est revenir dans la course, se battre avec les autres et de la motivation, on aura le résultat. Also es gab ganz, also einige Schwierigkeiten natürlich in der Vergangenheit, aber es sieht gut aus für die nächsten Monate. Sie werden Gas geben, Sie haben auch einen Vertrag mit Ferrari unterzeichnet, was es gut ausspricht für die nächsten Monate. Und ab übernächste Woche sind Sie auch wieder auf dem Rennen und Sie möchten den vorderen Platz wieder nachholen. Le team de Sauber Formule 1 est un des plus anciens, c'est le quatrième plus ancien team de Formule 1 et se bat contre des teams constructeurs. Ça signifie quoi pour Sauber comme team privé? Ben c'est sûr qu'on a en face de nous des équipes comme Mercedes, Renault ou Ferrari qui ont des moyens supérieurs aux nôtres, mais je pense que de la motivation, on doit pouvoir se mettre à un niveau qui nous permette de les battre avec nos concurrents. On voit que Force India aujourd'hui est capable de faire de très bons résultats. Donc on doit essayer de tirer du fait qu'on soit plus petit une sorte de motivation supplémentaire et une flexibilité que les autres n'ont pas. Et puis, après tout est possible, ça reste un sport et je pense que l'équipe est archi motivée pour récupérer le niveau passé. Et avec un bon moteur et un bon contrat Ferrari, on va réussir à revenir. Also Sie kämpfen natürlich als Privatteam gegen Team, die große Autokonzerne da hinten haben, aber Sie sind eben nach wie vor motiviert, es ist immer noch Sport und wenn Sie gute Motoren haben, dann sollte es auch klappen und natürlich auch große positive Resultate erzielen. La Formule 1 est toujours le cœur du Sauber, mais il y a dans les dernières années aussi des domaines de business qui ont beaucoup plus d'importance. Quels sont tes projets par rapport à ça? Also das Kerngeschäft ist natürlich immer noch die Formel 1, aber in den letzten Jahren gibt es auch andere Drittkundengeschäfte. Wie siehst du das aus? Was sind die Pläne in dem Bereich? Ce qui m'a convaincu de venir chez Sauber, c'est aussi au-delà de l'équipe et de la motivation de l'équipe. C'était les facilités, la soufflerie qu'il y a. C'est quelque chose qui est unique dans le monde de la F1. Je pense qu'on a un niveau de soufflerie qui est quasi inégalé. Donc je pense qu'on a aujourd'hui la capacité à produire des services pour d'autres constructeurs, que ce soit d'autres équipes de course ou des constructeurs automobiles. Et que ce soit en engineering ou en soufflerie, il faut qu'on soit capable de fournir ce type de service. Donc on développe cette activité, on a déjà beaucoup de clients extérieurs. Et comme la F1 nous laisse l'opportunité de ne pas utiliser la soufflerie à 100%, Es ist ein neuer Business, ein neuer Bereich, also Sauber kann auch so etwas neu entwickeln für andere Kunden und das funktioniert und das ist die Zukunft, würde ich sagen. Beat Zender,
Teammanager Formula 1 Sauber. Seit 30 Jahren bist du mit Sauber verbunden, würde ich sagen. Dieses Jahr feiert Sauber das 25-jährige Jubiläum und du bist wirklich seit dem ersten Formel 1 Rennen dabei. Wie bist du dazu gekommen? Ja, eigentlich ist es ein Zufall gewesen. Ich habe mich nicht für Rennsport interessiert. Eigentlich nie. Ich habe immer gesagt, die sind ein bisschen dämlich, die zuschauen, wie ein Auto im Kreis um den Rand fahren. Und dann hat mich der Zufall zum Peter Sauber gebracht, im 87. Und der Peter hat mich dann im zweiten Anlauf hat er mich dann angestellt als Mechaniker. Und wir sind damals mal eine ganz kleine Firma gewesen und sind dann gewachsen. Und mit der Firma habe auch ich dürfen wachsen. Also Peter Sauber hat schon richtig gesehen, oder? Vor 30 Jahren, würde ich sagen. Was waren die vielen Highlights? Ich meine, du hast sicher viel erlebt in 30 Jahren. Was war das Highlight in diesen Jahren bei Sauber? Ja, sicher das Jahr 2008. 11 Podium-Finish, ein Rennsieg. Natürlich mit Werksunterstützung, BMW. Aber wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, das Jahr 2001 mit dem Kimi und dem Nick. Hier bei der Konstruktionsweltmeisterschaft und das war eine Glanzleistung für das private Team. Was reizt dich persönlich an der Formel 1? Eigentlich nur das Teamwork. Wir sind ein Haufen junge, verrückte Typen, die miteinander in der Welt umeinander reisen und Sachen erledigen, die eigentlich gar nicht möglich sind. Um die Welt reisen, das ist sicher ein grosser Aufwand, vor allem ein grosser logistischer Aufwand hinter den Kulissen. Wie sieht das aus? Ja, wenn wir zurückschauen, vor 25 Jahren sind wir mit 20 Leuten oder 25 Leuten zu einer Rennen gekommen. Heute schicken wir fast 70 in der Weltgeschichte umeinander. Wir haben dreimal so viel Material, wir haben 30 Tonnen Material insgesamt. Und es ist logistisch noch recht schwierig zu schauen, dass die Leute und das Equipment immer am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit. Also sicher nicht so einfach. Wie siehst du die Zukunft der Formel 1? Also, wir haben gesehen, es gibt eine neue Entwicklung. Ja, es gibt natürlich die Formel E jetzt, die hoffentlich auf Zürich kommt. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht miteinander vergleichen. Es sind zwei verschiedene Produkte. Formel 1 Zukunft ist mit einem neuen Eigentümer, glaube ich, gute. Vor allem eine gute für die Fans und Zuschauer. Man unternimmt Sachen, dass mittlere und kleine Teams eigentlich kompetitiver sein können in der Zukunft und darum eine sehr gute Zukunft. Wir freuen uns sehr natürlich auf das nächste Rennen am 12. November. La prochaine, oui, c'est Sao Paulo pour nous, donc devrait nous convenir et bon, j'espère qu'on va continuer sur la lancée parce qu'on s'est rapproché, on progresse, c'est important de garder la motivation. On est positif, also wir sind alle motiviert am 12. November Sao Paulo. Vielen herzlichen Dank. Merci beaucoup Frédéric Vasseur et Beat Zender. Dankeschön. Jetzt aber wünsche ich von Ihnen einen schönen, harten und deftigen Zürcher Applaus für Pascal Werner. Schönen guten Nachmittag, Pascal, schön, dass du hier bist. Natürlich interessiert es alle ganz, ganz brennend. Wie kommt man dazu, aus einem vielleicht Hobby einen Beruf zu machen? Autofahren, das gefällt jedem Jungen. Man spielt mit Spielzeugautos im Zimmer und dann irgendwann ist vielleicht der Moment hier, dass man sagt, ich könnte das selber Rennen fahren. Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass so viele hier sind. Angefangen hat alles auf der Kartbahn. Ich habe früher immer zusammen mit meinem Vater von Mainz angeschaut, am Fernseher und irgendwann waren wir dann in Hoffenheim halt zum Zuschauen auf der Tribüne ganz normal, war ich 5-6 Jahre alt und dann habe ich meinem Vater gesagt, oder meinen Eltern, eines Tages möchte ich da unten selbst mitfahren. Und dann sind wir zur Kartbahn gegangen und so hat dann alles angefangen. Kart gefahren, die deutsche Meisterschaft gewonnen und dann aufgestiegen in die Formel ADAC, was jetzt die Formel 4 ist. Ihr habt mich deine Eltern unterstützt, war es zuerst auch ein wenig. Ja, ist gut. Der kleine Pascal, was der schon erzählt wurde, war es von Anfang an klar. Ja, das ist deine Passion. Ich habe fast 3 Jahre gebraucht, bis wir zum ersten Mal zur Kartbahn gegangen sind. Also wie gesagt, in Hoffenheim waren wir, als ich 5-6 Jahre alt war, mit 8 habe ich dann tatsächlich angefangen. Also es hat sehr lange gedauert. Ich hoffe, dein Sohn braucht nicht ganz so lange. Ein anderes Thema ist die Fitness. Alles bei euch ist es wirklich ein Sport. Das heißt, man muss körperlich wirklich in guter Verfassung sein, dass man überhaupt ein paar Runden überstehen.
ja, Auto wirken unglaubliche Kräfte. Also 5 bis 6 G haben wir beim Anbremsen oder in steilen Kurven. Das heißt, das 5 bis 6-fache vom Körpergewicht. Und bei mir jetzt mit knapp 70 Kilo sind es dann über 300 Kilo, die gegen die Schultern drücken, gegen den Kopf drücken, gegen die Füße. Und nach jedem Rennen gibt es blaue Flecken. Und ganz wichtig war Stabilität. Und was bei uns das Schwierige daran ist, dass wir nicht zunehmen dürfen. Also wir müssen kraftvoll sein, aber mit dem geringsten Gewicht, das ist ziemlich schwierig. Ja, Gewicht spielt bei uns eine große Rolle. Vor allem dieses Jahr hatten wir teilweise, sogar bei mir, obwohl ich einer der leichtesten Fahrer bin, teilweise bis zu 3, 4, 5 Kilogramm Übergewicht. Und das zieht man einfach mit. Das sind dann sofort 1 bis 2 Zehntel, die man umsonst herstellt. Aber wie fährst du Auto? Bist du ein Auto, der ein Fahrer, der genauso aggressiv fährt wie vielleicht im Rennen, dass du sagst, ja, ich fahre die Kurven anders an als vielleicht ein 0815 Autofahrer? Ganz ehrlich, ich fahre einen Diesel. Ich auch. Sauber, ja. Nein, ich fahre einen Diesel, ich war wirklich ganz entspannt. Ich kann mich auf der Strecke austoben und deswegen habe ich auch nie das Bedürfnis, irgendwie auf der normalen Straße schnell zu fahren. Da fährst du oder da fährt deine Partnerin? Meistens sie. Meistens sie und ich schlafe neben mir. So, sie fährt besser, richtig? Nein, aber wir sind so oft unterwegs und meistens hat man einen Jetlag oder ist müde und dann bin ich meistens froh, wenn ich nicht unbedingt fahren muss. Und mit immer, vor allem hier in der Schweiz ist ja so teuer, da muss man sich wirklich ans Tempolimit halten. Und für mich ist das dann langweilig, wenn ich mit 50 oder mit 80 fahren muss. Also ich fahr lieber du. Danke vielmals, dass du hier und Antwort gestanden hast. Bitte großen Applaus. Wir dürfen uns jetzt ganz hinten ausschauen.